startest heute im Liegen auf deiner Matte. Du kannst deine Beine ausstrecken oder die Füße auch am Mattenrand aufstellen und die Knie zusammenfallen lassen. Hände auf dem Bauch oder auch auf dem Boden die Arme strecken, je nachdem, was sich gerade intuitiv für dich angenehmer anfühlt. Und wenn du möchtest, dann schließ deine Augen und gönne dir hier und deinem Körper ein paar Atemzüge. Lass deinen Atem kommen und gehen, ganz ohne Mühe, ohne Druck. Du atmest so, wie es für dich jetzt in dem Moment gut ist. Wenn du möchtest, dann nimm jetzt einen tieferen Atemzug über die Nase ein. Und dann atme alles über deinen geöffneten Mund aus. Atme in deinem natürlichen Atemrhythmus weiter, zieh die Knie zu dir und schaukel genüsslich von rechts nach links oder in Kreisen, das kannst du auch machen. Du kannst auch die Füße verschränken und die Knie nach außen fallen. Das finde ich bei einem größeren Bauch immer sehr angenehm. Und heute wird es ein bisschen ruhiger. Wir werden uns sanft um unseren Hüftbereich kümmern. Und ja, eine Reise darf auch mal ein bisschen ruhiger verlaufen. Die letzten 2 Tage waren sehr mit Action geladen. Deswegen Hände in die Kniekehlen einklemmen oder auch auf deine Knie. Wenn du die Füße verschränkt hast, löst deine Füße und dann mach kreisende Bewegungen mit deinen Beinen in der Luft, also auf dem Rücken. Lass deine Knie hier ganz langsam mit rotieren. Und du machst die Kreise so groß oder klein, wie es für dich eben geht. Und dann ändere die Richtung, andere Richtung. Weiter atmen, während du das tust. Immer den Atem fließen lassen. Und alleine diese hüftkreisenden Bewegungen senden schon mal die Info an diesen Bereich, an dein Hüftgelenk, dass es heute ein bisschen benutzt wird, gebraucht wird. Beine wieder zusammen. Wunderbar. Und dann streck beide Beine auf die Matte aus. Streck deine Arme nach hinten. Mach dich ganz, ganz lang. Richtig, richtig lang machen. Mal strecken. So wie wenn du gerade aufstehst. Und kannst auch gähnen. Kannst dich lang machen. Ach, genau. Ach. Du kannst die Arme hinten platziert liegen lassen. Das rechte Bein bleibt gestreckt und das linke Bein legst du an die Innenseite deines rechten Beines an. Du winkelst es an, wie eine Baumhaltung, liegender Baum oder auch halber Schmetterling. Und dann wippst du ganz leicht mit deinem linken Bein, ganz leicht nach oben und unten, flattern, wippen. Währenddessen weiteratmen. Genau. Wunderbar. Und dann andere Seite. Linkes Bein strecken, rechten Fuß an die Innenseite vom linken Bein anlegen und dann mit dem rechten Bein langsam und leicht flattern. Ja, ein bisschen auflockern. Wie ein halber Schmetterling. Das ist vielleicht ein komisches Bild, aber wie eine Baumhaltung, wo du eben mit dem Bein flatterst. Genau. Und dann wieder beide Beine strecken. Mach dich hier wieder lang. Streck die Fußspitzen von dir weg
Und dann entspannen und die Füße hüftbreit aufstellen. Hüftbreit, Füße sind aufgestellt. Und dann legst du deinen linken Fuß auf deinen rechten Oberschenkel. Du kannst auch den Fuß so ein bisschen nach unten ziehen und lässt dein linkes Knie langsam von dir wegfallen. Ja? Es ist meistens zu einem gezogen, automatisch, was du jetzt versuchen kannst, wenn das auch für dein Knie in Ordnung ist, wenn das auch hier für das Hüftgelenk in Ordnung ist, kannst du da versuchen, dein linkes Bein von dir wegfallen zu lassen. Also versuchst hier Raum zu schaffen zwischen deinem Oberkörper und dem linken Knie. Probier es aus. Ja, wenn du merkst, ach, das war jetzt ein bisschen zu weit, dann zieh das Knie wieder so ein Stückchen zurück. Wenn das für dich passt, dann atme ein über die Nase und atme aus über den Mund. Lass das Knie mit der Ausatmung vielleicht noch einen Millimeter weiter von dir wegsinken. Und dann zieh das Knie wieder zu dir, stell den linken Fuß auf, andere Seite, rechten Fuß auf den linken Oberschenkel ablegen, also nicht aufs Knie, sondern auf den Oberschenkel. Und dann hier das rechte Knie wieder von dir wegfallen lassen. Und vielleicht ist es bei dir auch so, dass die Seiten unterschiedlich sind. Vielleicht merkst du, ah, auf der Seite war es jetzt vielleicht ein bisschen einfacher als auf der Seite. Ja, das kommt ganz, ganz häufig im Yoga vor, dass unsere Körperhälften unterschiedliche Dinge können, unterschiedliche Dinge in Anführungsstrichen gut können. Und genau, das kommt häufig vor. Lass das rechte Knie von dir wegfallen. Der linke Fuß ist gut geerdet. Und dann wieder, wenn du möchtest, Augen schließen, einatmen über die Nase. Ausatmen. Rechtes Knie, vielleicht noch einen Millimeter weiter von dir wegsinken lassen. Falls du eine Wand hast, so wie ich gerade, du kannst auch hier das Knie an die Wand legen. Ja, das wäre eine unterstützte Haltung, wenn dir das lieber ist. Es gibt immer Möglichkeiten. Wenn du Fragen zu Haltungen hast, zu Alternativen, schreib es auch gerne in die Kommentare. Ich versuche das zu beantworten. Nochmal einatmen über die Nase. Und alles ausatmen. Über den Mund. Genau. Dann rechtes Knie wieder zu dir ziehen, Füße aufstellen, dieses Mal am Mattenrand. Und dann lässt du die Knie nach links fallen, die Arme legst du kaktusmäßig auf den Boden oder streckst sie nach hinten. Der Kopf dreht nach rechts. Und dann zurück zur Mitte, Knie nach rechts fallen lassen und du drehst deinen Kopf nach links oder auch Richtung Decke. Knie schwer werden lassen. Nochmal auf die erste Seite, Knie nach links, Kopf nach rechts oder Richtung Decke. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie angenehm die Drehung nach rechts oder links für die Nackenwirbelsäule ist. Und nochmal auf die zweite Seite, Knie nach rechts, Kopf nach links. Und dann zurück zur Mitte. Und dann komm mit Hilfe deiner Hand über die Seite nach oben. In die Frosch- bzw. Kindhaltung. Du bringst beide Knie an den Mattenrand. Große Zehen berühren sich. Du schiebst den Po Richtung Ferse. Auch das ist eine sanfte Hüftöffner-Haltung. Und du kannst auf den Unterarm bleiben. Du kannst mit deinen Fäusten Türme bauen und die Stirn darauf ablegen. Du kannst auch die Stirn auf die Matte legen. Du kannst auch einen Block nehmen, falls du gerade einen da hast. Also es gibt hier auch viele Möglichkeiten. Po Richtung Ferse, mach dir keinen Stress, wenn der Po nicht auf den Fersen ist, ist er bei mir auch nicht. Das liegt einfach daran, dass die Ober- und Unterschenkel aufeinander liegen und die Platz brauchen. Und deswegen geht der Po nicht auf die Ferse. Ist auch alles in Ordnung. Schließ deine Augen in Balasana. Einatmen über die Nase. Ausatmen über den Mund. Einatmen über die Nase. Ausatmen über den Mund. Und jetzt streck die Arme nach vorne. Nimm deine Atmung mit. Einatmen, bring den Oberkörper nach vorne. Die Beine bleiben in der Froschhaltung. Ausatmen, Po zurück oder Kindhaltung. Einatmen nach vorne. Ausatmen zurück. Auch hier mach es in deinem eigenen Rhythmus. Einatmen nach vorne. Ausatmen zurück.
Einatmen nach vorne. Ausatmen zurück. Und dann noch ein letztes Mal. Einatmen nach vorne. Ausatmen zurück. Und dann von hier den linken Arm unter den rechten Arm durchschieben. Gedrehte Froschhaltung und Kindhaltung. Kopf ablegen oder in der Luft lassen, Augen schließen. Entspannen, versuchen zu entspannen. Ja, Drehungen sind nicht automatisch immer entspannend. Langsam zurück zur Mitte, andere Seite. Rechten Arm unter den linken Arm durchschieben. Augen schließen, entspannen. Pause gönnen. Und dann komm hier auch wieder zur Mitte zurück. Du bleibst in der Haltung, wenn sie noch für dich in Ordnung ist. Ansonsten bring die Knie auch zusammen. Ja, und komm weiter hoch mit dem Po, das geht auch. Du bringst deine Handflächen in Anjali Mudra zusammen. Die Außenseite deiner kleinen Finger berührt die Matte. Und deine Daumen berühren den Punkt zwischen deinen Augenbrauen, dein drittes Auge. Und du schließt die heutige Session in dieser Haltung. Bedank dich bei dir selbst, dass du dir heute Zeit für dich genommen hast, für deinen Körper genommen hast und dass du dir Ruhe gegeben hast und dass du auf dieser Reise bist. Vielen Dank fürs Mitmachen und bis morgen. Dankeschön.